Hey Ninjas, Nietzsche hier. Von Anfang bis Ende dasselbe Bild spielen? Ein Bild, das schnell ist, Spaß macht und keine Über-Unix benötigt? Zudem funktioniert es auch noch in hohen Grubenstufen, sogar als Grubenfarmer. Ist das wirklich möglich? Genau das gleiche Bild funktioniert natürlich nicht zu jedem Zeitpunkt im Spiel. Aber das Konzept, der Kern von diesem Bild, bleibt bestehen. Während ihr im Spiel voranschreitet, entwickelt sich dieser Bild automatisch mit. Natürlich enthält auch die beste Endgame-Variante auch über Unix. Aber wie ihr dahin kommt und ob ihr diese wirklich benötigt, erfahrt ihr gleich. Es geht natürlich um den Barbaren, genauer gesagt um den Staubteufel-Barbaren. Allerdings, wenn das euer erster Charakter ist und ihr noch keine Barbaren-Aspekte habt, ist es effektiver, mit dem Aufwühlen-Level-Bild anzufangen. Zumindest bis ihr die nötigen Aspekte habt. Die meisten erhaltet ihr von der Season-Reise oder von dem Eiswolf-Clan. Wenn ihr allerdings bereits die Offensivaspekte, peitschende Winde, teuflische Aspekt und Aspekt des Staubteufels besitzt, seid ihr bereits loszulegen. Naja, fast. Ihr benötigt neben den Staubteufel-Aspekten auch jede Menge Schaden und auch noch Wuterzeugung, um mehr Staubteufel zu beschwören. Dabei hilft euch der Aspekt der Riesenschritte. Dieser reduziert euren Sprung-Cooldown enorm und über Sprung gibt es ebenfalls eine Möglichkeit, Wut zu erzeugen. Zusätzlich solltet ihr Waffen und Ringe mit Wut bei Töten eines Gegners genau ins Auge fassen. Einen Planer zu den Builds und Variationen findet ihr in der Videobeschreibung. Natürlich spielen wir zum Anfang Spin to Win und über Ressourcenerzeugung und eure Rufe erzeugt ihr zusätzliche Staubteufel. Wie schon gesagt, zum Anfang fangen wir natürlich an mit Level 1 aufwühlen. Den einzigsten wirklichen Aspekt, den ihr für die gesamte Zeit braucht, ist der Erstwalker-Aspekt. Den findet ihr in Maugans Werk. Auf der linken Seite im Skilltree habe ich euch genau einen Levelpfad angelegt. Dort könnt ihr genau nachvollziehen, wann ihr welchen Skill auch wirklich skillen sollt. Ich habe das auch sicherheitshalber mal bis zum Ende gemacht. Hier seht ihr auch schon, dass ihr, wenn ihr ungefähr Level 50 seid, auch ruhig Call of the Ancients wieder rausnehmen könnt, um euch Wars of the Berserker zu holen. Wir nutzen Call of the Ancients in einigen Builds zum Leveln, weil die einen extrem hohen Burst-Schaden gegen Elite haben oder auch gegen den ein oder anderen Boss. Wenn ihr die zuvor vier genannten wichtigsten Aspekte habt, könnt ihr auf Staubteufel-Build gehen. Das kann ab Level 15 plus sein, bei einigen natürlich auch erst etwas später. Natürlich sind die drei wichtigsten Aspekte die Aspekt der peitschenden Winde, teuflischer Aspekt und Aspekt des Staubteufels. Und wie schon gesagt, Aspekt der Riesenschritte. Natürlich habe ich jetzt auch ein paar weitere Aspekte hinzugefügt. Ihr müsst nicht alle haben. Zum Beispiel Aspekt des Vulkators bewirkt, dass euer Sprung ein Erdbeben hinterlässt. Und solange du da drin stehst, erhältst du weniger Schaden. Diese Mechanik könnt ihr euch mal merken, weil die wird auch nochmal für später wichtig. Natürlich haben wir dann auch sowas wie für jeden blutenden Gegner. Erhalten wir weniger Schaden. Gegner bluten fast immer, aufgrund, dass wir jetzt Wirbelwind dabei haben. Und auch später, jeder Gegner, der uns angreift, automatisch blutet. Das haben wir mit diesen beiden Passiven gelöst. Denn ihr habt immer etwas Dornschaden, auch wenn ihr keinen skillt. Dadurch blutet jeder Gegner, der euch angreift. Ein weiterer wichtigster Aspekt ist der Bolt-Chieftains-Aspekt. Den könnt ihr leider nicht gezielt farmen. Dieser reduziert den Cooldown eurer Schreie enorm. Die wichtigsten Stats auf jeden Item habe ich einfach markiert mit der Vollendungsmarkierung. Das heißt, wenn ihr jetzt über ein Item rüberhovert, hier zum Beispiel den Helm, seht ihr, dass die besten Stats Max Life, Stärke und Cooldown Reduction ist. Da Cooldown Reduction hervorgehoben ist, solltet ihr diesen Stat auch unbedingt fokussieren. Zusätzlich seht ihr auch die Härtung. Hier haben wir den Herausforderungsruf Cooldown reduziert und auch den Chord Control Effekt erhöht. Chord Control Effekt der Erhöhung sich auch auf euren Herausforderungsruf. Dadurch hält dieser länger an. Dadurch, dass Chord Control Effekt Verlängerung auf unseren Herausforderungsruf wirken, haben wir dies auch in mehreren Items als Härtungseffekt. Wichtig ist zudem, dass ihr mindestens zweimal Resistance auf eurer Ausrüstung habt. In diesem Fall sind es die Schuhe und auch die Hosen. Zudem benötigt ihr auch maximal einmal Rüstung.
Alles andere überschreitet das Rüstungscap von ca. 9200. Die restliche Resistance rumwurzelt über die Sockel in euren Ringen und Amuletten. Im Technik-Slot nutzen wir in jedem Bild die Zweihandachse, um mehr Schaden gegen Gegner zu verursachen, die bereits verwundet sind. Die wichtigsten Werte auf euren Items sind neben der Cooldown Reduction auf den Helm, Crit Chance auf Handschuhen und Ring sowie Wut beim Töten eines Gegners auf euren beiden Zweihandwaffen. Ihr habt immer eine stumpfe Waffe und eine Slashing Waffe. Die Slashing Waffe sollte in diesem Fall das Schwert sein, weil euch das als Base immer 30% Crit Schaden gibt. Bei der wichtigsten Härtungseffekte sind dabei allerdings Dust Devil Größe. Diese zählt übrigens nicht als AOE-Effekt und kann somit mehr als 100 betragen. Daher solltet ihr diese einmal mindestens auf eure Zweihandwaffe rollen, aber auch die Chance, zwei Staubteufel zu erschaffen, sollte mindestens einmal auf eine Zweihandwaffe kommen. Auf unseren Einhandwaffen vergrößern wir dann weiterhin die Größe unserer Staubteufel. Zudem haben alle unsere Offensivhärtungen noch Schaden gegen Nahkampfgegner oder auch Schaden, solange wir im Berserker-Modus sind. Und im Berserker-Modus sind wir so gut wie immer. Den Berserker-Modus holen wir uns durch diese Passive. Denn immer, wenn wir einen Brawling-Skill nutzen, erhalten wir dadurch für 2 Sekunden lang den Berserker-Modus. Sprung ist übrigens ein Brawling-Skill. Somit solltet ihr den Sprung immer auf Cooldown halten. Durch den Powersprung generieren wir zudem 40 Wut. Dies erschafft weitere Staubteufel. Denn alle 100 Wut durch den teuflischen Aspekt erschaffen wir 2 Staubteufel. Des Weiteren ist nicht sehr viel zu sagen zu den Skillpunkten. Wir nutzen den Wirbelwind lediglich, um Staubteufel zu erzeugen. Der Wirbelwind an sich verursacht nicht sehr viel Schaden. Unsere Rufe für Movement Speed, etwas Ressourcenerzeugung oder auch mehr Schaden. Und unsere Passiven sorgen im Prinzip nur dafür, dass wir uns entweder schneller bewegen, mehr Schaden machen oder mehr aushalten. Das Paragon Board gestaltet sich sehr einfach, folgt einfach dem Weg. Natürlich, während der Levelphase könnt ihr Punkte wie hier unten links erstmal weglassen. Konzentriert euch darauf, möglichst weit ins Board voranzuschreiten. Levelt daher auch möglichst früh eure Glyphen, ab der Weltenstufe 3 am besten. Dazu aber gleich mehr. Als allererstes nutzen wir die Ausbeutenglyphe. Diese bewirkt, dass wir Gegner eigentlich fast immer verwundbar machen, sobald wir sie treffen. Das heißt fast immer, sie werden immer verwundbar, allerdings nur einmal alle 20 Sekunden. Als zweites gehen wir dann ins Kriegsbringer-Board. Hier holen wir uns direkt die Maximum Fury, aber auch Fury on Kill. Dies hilft euch weiterhin mehr Staubteufel zu beschwören. Danach holen wir uns auch gleich die Zornglyphe, denn auch diese bewirkt, dass wir direkt mehr Schaden verursachen und auch mehr Staubteufel beschwören. Die Maximum Fury Punkte hier oben und auch die Maximum Life Punkte könnt ihr erstmal weglassen, denn ein Maximum Fury Cap ist für dieses Bild erstmal nicht nötig, sondern wird erst im späteren Spielverlauf wichtig. Übrigens, hier oben links auf den Paragon-Brettern könnt ihr mehr sehen, in welcher Reihenfolge die Bretter sind. Bevor ihr allerdings zum vierten Brett geht, solltet ihr unbedingt euch den Carnage Aspekt holen, denn der erhöht euren Attack Speed enorm. Unter Blood Rage haben wir neben unserer Glyphe Marshall, die dafür sorgt, dass wir weitere Cooldown Reduction auf unsere Schreie haben, haben wir auch die Blood Rage Knoll. Diese besorgt uns nicht nur eine höhere Uptime von unserem Berserker-Modus, sondern auch, dass wir mehr Damage im Berserker-Modus verursachen. Danach gehen wir hoch zum Decimator. Die passive Decimator sorgt dafür, dass immer, wenn wir einen verwundeten Gegner angreifen, 10% mehr Schaden für 5 Sekunden ausrichten. Wie schon erwähnt, machen wir fast jeden Gegner verwundbar mit der Ausbeutenglyphe. Zudem gibt uns die Glyphe unerschrocken mehr Schaden, wenn wir Einhandwaffen tragen. Zu diesem Zeitpunkt solltet ihr auch unbedingt auf Einhandwaffen wechseln. Allerdings nur, wenn ihr bereits schon im nächsten Bild angekommen seid, nämlich den Stabteufel Unique Variante. Denn in der Stabteufel Unique Variante nutzen wir Ramaldins Magnus Opus, denn diese erhöht unseren Schaden entsprechend unserem Wut. Aus diesem Grund ist jetzt auch maximale Wut wichtig. Dazu müssen wir allerdings unbedingt unseren Wirbelwind
und auch unseren Sprung auf unsere Einhandwaffen stellen. Dazu drückt ihr ingame einfach die Taste A. Mit der mittleren Maustaste könnt ihr dann eure Waffen euren Skill zuweisen. Nutzt hier wie gesagt eure beiden Einhandwaffen. Dies habe ich auch einmal in den Notes erwähnt. Sowie die drei wichtigsten Aspekte, die ihr benötigt. Genauso wie das Nutzen von Einhandwaffen, sobald ihr Magnus Opus habt. Wichtig ist auch, dass ihr dann kurz drei Punkte umskillen müsst. Und zwar im Skilltree müsst ihr von Heavy Handed drei Punkte rausnehmen. Denn diese Passive bewirkt, dass wir mehr kritischen Schaden machen, wenn wir Zweihandwaffen führen. Dies tun wir ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Deswegen packen wir die drei Punkte in Valor. Jetzt müssen wir eine stumpfe Waffe führen. Magnus Opus ist ja eine Einhandwaffe und ein Schwert und keine stumpfe Waffe. Das heißt also, unsere zweite Einhandwaffe muss unbedingt ein Hammer sein. Dadurch verursachen wir nämlich 15% mehr Schaden gegen verwundete Gegner. Ansonsten hat sich im Unique-Bild nicht viel verändert. Außer, dass wir noch Rage of Hero Gas nutzen. Dadurch reduzieren sich unsere Cooldowns immer, wenn wir einen blutenden Gegner treffen. Solltet ihr das Unique Tyria jetzt Macht haben, könnt ihr auch dies anstelle benutzen. Allerdings ist das natürlich ein Über-Unique und absolut nicht nötig. Mit der Level 15 Variante bzw. auch mit der Unique Variante könnt ihr extrem schnell farmen und alle Glyphen leveln. Ich empfehle euch, in der Höllenflut bis ca. Level 32, 33 zu leveln. Der Capstone sollte dann keine Probleme darstellen. Vor allen Dingen nicht, wenn ihr die passenden Härtungseffekte durchgeführt habt. Ab der Weltenstufe 3 geht ihr in den Altraum Dungeons und levelt eure Glyphen schnellstmöglichst auf Level 15. Zuvor solltet ihr euch aber Ausrüstung in der Onyx-Feste holen, denn die Gegner in der Onyx-Feste werden eurem Level angepasst. Die Kiste im Lagerhaus von der Onyx-Feste gibt euch passendes Equipment und verstärkt euch so enorm. Sobald ihr den Boss in der Onyx-Feste getötet habt, verlasst das Spiel und schließt auf keinen Fall die Festung ab. Loggt euch danach wieder ein und wiederholt den Vorgang, bis ihr die passenden Waffen und restliche Ausrüstung habt. Mit Level 54 könnt ihr in den zweiten Capstone Dungeon. Maximiert dafür unbedingt eure Feuerresistenz. Alternativ könnt ihr natürlich auch einfach einen Trank nutzen. Nun seid ihr endlich in der Weltenstufe 4. Allerdings braucht ihr ein wenig Ausrüstung. Diese holt ihr euch, wie schon zuvor, in der Onyx-Feste. Denkt auch bitte unbedingt daran, meinen Kanal zu abonnieren. Damit helft ihr mir dabei, mein Ziel von 1000 Abonnenten bis Ende des Sommers zu erreichen. Auf dem Level 15 Bild seid ihr sehr lange unterwegs. Farmt eure Glyphen auf 21 und levelt den Ruf bei den Eisenwölfen. Wichtig, tötet nicht Kelai, die Blutjungfer, sondern streift durch die Höllenflut und öffnet alle Kisten. Durch das Steigern eures Rufes bei den Eisenwölfen erhaltet ihr neben Aspekten, unbrauchbaren Unix und Krimskrams auch Materialien für Bosse, darunter auch stygische Steine, um Überbosse zu beschwören. Es gab sogar das Gerücht, dass man auf diese Weise schneller an stygische Steine kommt. Ich denke nicht, dass sich das lohnt, aber mein Charakter war nach 4 Stunden bereits Level 91. Allerdings benötige ich jetzt fürs nächste Bild wirklich über Unix. Denn das absolute Endgame-Bild erfordert diese einfach. Natürlich kann ich auch mit den Builds davor bequem 80er und 90er Grubenstufen farmen. Aber es geht noch besser. Im Uber-Endgame-Bild gehen wir vom Wirbelwind weg und nutzen hauptsächlich Sprung, um mit dem teuflischen Aspekt Staubteufel zu beschwören. Zudem nutzen wir unterschiedliche Erdbebenmechaniken, um mehr Schaden zu verursachen und unsere Zähigkeit noch weiter zu erhöhen. Das Wichtigste hierbei ist die Polternglyphe, denn die bewirkt, dass wir immer 10% mehr Schaden verursachen für jedes aktive Erdbeben. Und mit Sprung lösen wir immer ein Erdbeben aus. Wichtig ist hierbei allerdings auch, dass wir uns auf unserer Einhandwaffe die aktive Zeit von Erdbeben verlängern. Die Harlekins Krone, die zusätzlichen Ränge auf unseren Schuhe für Sprung sorgen dafür, dass unser Sprung auch nur 9 Sekunden Cooldown hat. Denn dies ist zwingend erforderlich, damit wir dauerhaft springen können. Melted Heart of Selig wird nicht benötigt für dieses Bild, würde aber euren Schaden enorm erhöhen, da dies euch maximale Ressource gibt. Das funktioniert nämlich hervorragend mit dem Magnus Opus. Übrigens, auf eurem Magnus Opus ist der wichtigste Stat Maximum Fury sowie der Unique-Wert von 0,4%. Diese Variante stammt übrigens ursprünglich von einem asiatischen Spieler. Gefunden auf Bilibili, dem asiatischen YouTube. Link zum Originalvideo findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dieses Bild ist vergleichbar mit dem alten Erdbeben-Sprungbarb aus Diablo 3,
denn ich springe die ganze Zeit nur durch die Gegend und verursache dadurch Erdbeben. Tibolds Wille erhöht übrigens weiterhin eure maximale Ressource und gibt euch auch immer mehr Wut, sobald ihr unaufhaltsam werdet. Dies erreichen wir übrigens mit den Charge. Dadurch sind wir nicht nur extrem schnell und mobil, sondern verursachen auch eine Menge Schaden. Des Weiteren kriegen wir auch weniger Schaden durch Erdbeben, durch den Vulkatus-Effekt. Staubteufel sind definitiv nicht das stärkste Bild, aber für mich das, was am meisten Spaß macht. Zudem können wir damit wirklich hohe Grubenstufen farmen und auch alle Überbosse töten. Natürlich könnt ihr auch einfach bloß Staubteufel nutzen, um zu leveln, um später auf ein anderes Bild zu gehen, zum Beispiel den Dornenbarb oder auch den Bashbarb. Beide sind sehr solide Endgame-Varianten und auf den höheren Pitch-Stufen von 120 und höher definitiv effektiver. Jetzt noch einmal die Bitte darum, dass ihr meinen Kanal abonniert, denn diese Videos kosten wirklich extrem viel Zeit. Also helft mir bitte dabei, die 1000 Abonnenten bis Ende des Sommers zu erreichen. Ich bin Nietzsche und auf diesem Kanal dreht sich auch in Zukunft alles um Open-World-Spiele und MMOs. And don't forget, we are the Shadow.